Herzlich willkommen zurück. Ja, den Krieger, den haben wir ins Jenseits befördert. Ich glaube, ich habe die letzte Season nicht einmal gegen Krieger verloren. Und diese Season auch nicht. Sonst habe ich mir das immer aufgeschrieben, aber irgendwie habe ich dann abends mal so gedaddelt und ja, hatte den Zettel gerade nicht parat. Habe ich es nicht mehr aufgeschrieben. Aber das ist kein Problem. Ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Season, und das ist ja auch die erste richtige quasi. Ich glaube, die vierte Test-Season ist die letzte. Da werde ich es wieder machen. Damit ich auch für mich so eine Statistik habe, ja, gegen wen habe ich wie oft verloren und wo muss ich mal gucken, wo ich was nachbessern kann. Aber ansonsten, Jäger. Jäger sind scheiße, um das mal auf den Punkt zu bringen. Okay, er legt jetzt schon mal seine Karte. Das ist natürlich, weiß nicht, richtig schlecht eigentlich. Ich weiß nicht, also... Normalerweise legt man auch den Wolf irgendwie erst dazu, also nicht... Ich meine, der Moloch hat da jetzt nichts von. Wow, ich habe eine Karte bekommen. Nice. Sehr gut. Und zusätzlich habe ich 3 Mana-Kristalle. Das ist sehr gut. Und kann auch meinen Pagel ein bisschen beschützen. Ich habe die goldene Karte noch, weil ich habe mir überlegt, eigentlich will ich die Karte ja haben. Und jetzt mir 1600 Mana anzusparen, bringt ja im Großen und Ganzen auch nicht wirklich was, um mir die dann zu craften, um diese dann zu entzaubern. Weil dann bringt, ja, also wenn ich zufällig irgendwann nochmal einen Tagel bekommen sollte, dann werde ich natürlich die andere Karte benutzen, um diese zu entzaubern. Okay. Eins ist klar. Der Geier muss weg. Ah, da hat er eben... Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ey. Er legt da einfach mal 3... Ach, komm. Aber ansonsten ist die goldene Version von der... Net-Pagel-Karte hier auf jeden Fall ziemlich... Naja, wie halt jede goldene Version. Ist halt was Besonderes. Ja, was machen wir nun? Ich stehe jetzt gerade ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, muss ich sagen. Das einzig Gute ist, dass er jetzt keine Lass die Hunde los Karte ziehen kann. Eigentlich müsste ich seinen Geier wegmachen. Und jetzt wäre echt mal ein Gewitterblitz hier, Sturm, angebracht. Aber nee, gegen Jäger kommt er natürlich nie. Und er hat immer 1000 Karten draußen liegen. Oh ja, der Langbogen ist nächste Runde auf jeden Fall weg. Wäre es ja, wenn er meinen Feuerelementar wegmachen würde einfach, ja. Okay. Bin mir noch nicht sicher, ob ich meinen Harrison Jones spielen soll. Die Frage ist ja die. Er hat bestimmt noch so einen Schuss, so von wegen...
Mal sehen, ob er da jetzt gegen ankommt. Also seine Geier sind alle weg. Er kann noch einmal lass die Hunde losmachen. Ich habe aber noch einen anderen Spotter auf der Hand. Okay, er hat die Karte nicht. Er hat seine Karten ganz schön verspielt gerade eben, glaube ich. Also, er hat ja so viele Karten gezogen. Naja. So, was machen wir nun? Wir haben quasi drei Möglichkeiten zu agieren. Ich habe, wenn ich die beiden lege, noch drei Mana. So, jetzt kann ich ein bisschen Druck aufbauen. Ich weiß ja nicht, was er jetzt legt, aber ich habe gerade schon wieder ein bisschen besseres Gefühl auf jeden Fall als zwei, drei Runden davor, zuvor. Okay. Also ich muss ihn in zwei Runden tot haben. Oh. Mal gucken, ich greife ihn erstmal an. Oh, perfekt. Oh, da habe ich jetzt aber wirklich Glück gehabt. Die Frage ist ja... Ne, ich hau den jetzt raus. Ich habe ja noch einen Tank da, der relativ viel Leben hat. Er könnte natürlich sein Wildtier rauslegen, seinen Bogen benutzen und danach, wenn er den Schuss rausholen, wo er 5 Schaden macht, wenn ein Wildtier liegt. Naja. Entweder verarscht er mich jetzt oder er denkt wirklich drüber nach, was er macht. Weil im Grunde ist das nur noch seine einzige Möglichkeit. Oder er hat zwei Anstürmer, die... Ah ja, okay. Damit war es das schon wieder. Sehr, sehr gut. Und schwuppdiwupp bin ich Rang 13. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und viel Spaß mit der nächsten Episode. Bis bald.